So, meine Damen und Herren, wir finden uns hier gerade in der Stadt am Steintor und befragen heute die Menschen zu der unglaublichen Faszination und zu dem Mysterium, dass die deutsche Bevölkerung, ich meine die weibliche Bevölkerung, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit vor den Männern liegt im Intelligenztest. Und da wollen wir natürlich nachhaken, ob das auch alles wirklich so der Wahrheit entspricht und ein paar Frauen und ein paar Männer befragen. Und wir suchen uns jetzt jemanden aus. Stopp, eine Frau und ein Mann, genau das brauchen wir. Haben Sie kurz Zeit? Kommt drauf an, wofür. Und zwar hat die weibliche Bevölkerung, kommen Sie mal kurz ein bisschen näher zur Kamera. Hat die weibliche Bevölkerung zum ersten Mal im Intelligenztest vor den Männern gestanden. Was halten Sie davon? Was ist normal? Dass die weibliche Bevölkerung zum ersten Mal in der Geschichte vor den Männern im Intelligenztest gestanden hat. Das heißt, die Frauen sind klüger als die Männer. Das wurde erst jetzt vor 2 Wochen bewiesen. Sonst waren die Männer immer vorne. Meinen Sie, das ist richtig? Wenn's so ist, dann ist es halt so, ne? Ja, was ist Ihre Meinung dazu? Ja, kratzt mich nicht. Ist okay für mich. Meinen Sie, da wurde irgendwas gemacht? So ein bisschen gefuscht, ein bisschen mit der CIA gespielt? Quatsch. Nee? Mhm. Meinen Sie, das ist wirklich so, wie es ist? Dass die Frauen ja, ich denke mal, das kommt so auf die Bevölkerung drauf an, welche Frauen gefragt werden und getestet werden, ne? Ach so. Also, eine Enttäuschung für einen Mann, der muss das eigentlich hier beschützen und sagen, nein, das kann nicht sein. Aber Sie sagen, ist völlig in Ordnung. Ja, wenn es so ist, ist halt so, ne? Also meinen Sie, das ist wirklich so, wie es ist? Oder meinen Sie, es ist ich so, weiß es nicht. Wenn es so wäre, wie es ist, dann wäre es ja nicht mal so, wie es ist. Oder meinen Sie, es ist so, wie es irgendwie ist? Irgendwie will er mich veräppeln. Nee, es ist jetzt wirklich mein Ernst. Also ich weiß nicht, ob Sie die Medien verfolgen, aber es ist wirklich so. Das ist... Ja, wenn es so ist, dann ist es halt so. Okay, kratzt gut. Mich nicht. Dann haben wir halt die Meinung von einem Mann für die Frauen. Warum denn eigentlich nicht? Ja, ne? Warum denn eigentlich nicht? Man kann den Frauen auch mal was gönnen, ne? Richtig. Okay, haben Sie vielen Dank, ne? Schönen Tag, genießen Sie das Wetter noch. Ganz wichtig, ah, es ist so wichtig, die CIA spielt auf dem Spiel. Like, die CIA steht auf dem Spiel. Kommen Sie, 1 Minute. Okay, 2 Minuten. Okay, haben wir auf 3. Es geht um den Intelligenztest, der zwischen Männern und Frauen gemacht wurde. Ja? Haben Sie da mitbekommen schon, dass die... Ich erkläre Ihnen das mal kurz. Es wurde ein Intelligenztest zwischen Männern und Frauen durchgeführt und die Frauen haben diesmal zum ersten Mal gewonnen. Was sagen Sie dazu? Wundert mich nicht, ist doch klar. Das ist ja aber zum ersten Mal. Das ist natürlich dann dumm, dann ist es vorher nicht gut gelaufen. Nein, das weiß sicherlich keiner. Das wissen Sie nicht. Also Sie wissen nicht, wann die Welt untergeht. Gut, Frage Nummer 2. Wissen Sie, wie heiß die Sonne ist? Nein. Auswendig nicht. Gut. Um wie viel Uhr kommt der Mond raus? Heute? Ja. Kann ich Ihnen nicht sagen. Gut. Ja. Dann bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch schönes Wetter und guten Appetit. Meine Damen und Herren, wir haben ihn endlich gefunden. Es ist nicht irgendein Junge, nein. Es ist der Heckmat. Der Heckmat. Heckmat. Aktueller Status bei Facebook sagt Single. Doch Sie lügen, ich kenne Sie ganz genau. Wie viele Freundinnen haben Sie gerade? Gar keine. So ein Lügner, ne? Gar keine. An Ramadan fängt dieser Mensch an zu lügen. Meinen Sie, das ist... Mein Vorbild war immer Aladdin. Er hat immer an jedem Finger eine Frau. Damals hat er so gesagt, sein Herz gehört all den Frauen, ne? Aber, weißt du noch, das Video? Also wir haben eine Umfrage und zwar... Na. Hat jetzt eine neue Studie bewiesen. Dass die Frauen schlauer sind als die Männer. Was sagen Sie dazu? Nein. Das ist eine wahre Antwort, meine Damen und Herren. Nein. Ja, okay, ciao, ne? Ja, meine Damen und Herren, dann war es das von Ihnen. Sie sind jetzt nutzlos, verpissen Sie sich. Machen Sie, dass Sie Land gewinnen. So, ja, okay, ciao, ne? Gerade. Wir müssen Ramadan-Zeit ein bisschen links. Aha. 2 Minuten. Hast du? Ja. Wie Alter, wie überzeugt er das gesagt? Ja. Ja. Jungs, habt ihr kurz Zeit? Mädels? Ja. Okay. Bist du nicht da? Nee, Bruder, die sind wir nicht. Wir sind die anderen. Also, und zwar gibt es jetzt ein aktuelles Thema, das sehr brisant ist. Und zwar ist das folgendes Thema.
Das ist das neueste Thema. Kennst du das? Ich weiß nicht, wovon du redest. Kennst du das neueste Thema, worüber gesprochen wird? Syrien. Nein, okay, das auch, aber nehmen wir das mal beiseite. Es geht um Frauen und Männer. Intelligenztest, sagt euch das was. Und zwar, meine Damen und Herren, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit haben die Frauen gegen die Männer im Intelligenztest gewonnen. Willst du mich verarschen? Wirklich? Und dieser Frage wollen wir natürlich hinterhergehen und gucken, ob das natürlich auch richtig ist. Und wir werden Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen, okay? Ich brauche eine Frau und einen Mann. Du bist der Einzige, du musst. Ich muss. Ja. Wer will von euch? Mach bitte. Ja, okay. Okay, also, kriegen wir die beiden aufs Bild? So, die allererste Frage ist eine Mathefrage, okay? Okay. Und Scheiße. Derjenige muss schnell antworten, okay? Wer als erstes geantwortet hat, hat gewonnen. Yeah. Okay? 2 plus 2 plus 6. 10. Scheiße. Okay, 1-0 für die Männer. So. Wie heiß ist die Sonne? Was? Wie heiß ist die Sonne? 5000 Grad. Celsius. 5000 Grad Celsius, richtig. Wo weißt du das? Ich weiß nicht. Ehrlich? Hammer. Also 5323 wäre die richtige Antwort gewesen, aber da die Frau keine Antwort gegeben hat, lassen wir das als Punkte. So. Der erste Bundeskanzler in der deutschen Bundesrepublik. Konrad Adenauer, meine Damen und Herren. Es steht 3 zu 0 für die Männer. Ich weiß gar nicht, woher die diese Theorien holen, dass die Frauen auf einmal schlau sind. Woher? Gefälscht. Natürlich hat die CIA da und was tun meine Anne. So, eine Frage noch. Und die alles entscheidende Frage. Wenn die Frage beantwortet wird, richtig, von der Frau, dann sage ich mal, steht es unentschieden. Ach so. Also noch ein Pluspunkt für die Frau. So, jetzt muss ich mal in die Trickkiste greifen. Und welches Thema? Die Frau darf entscheiden. Irgendein Thema. Sprachen. Okay, gut. Die Weltsprache 1633. Welche war das? Spanisch. Nein. Französisch. Nein. Weißt du selber? Ich weiß das. Die Frage ist Französisch. Arabisch. 33. Arabisch, Türkisch, die osmanische Sprache. Okay. Meine Damen und Herren. Okay, die Frauen haben verloren. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit euch dieser Frage auf den Grund zu gehen. Und natürlich haben wir diese Theorie widerlegt, was natürlich auch nichts anderes zu erwarten war. Ne? So, wir wünschen euch einen schönen Tag noch. Tschüss. Ganz kurz, 2 Minuten Zeit. Es ist sehr wichtig, okay? Ja. Also, ein sehr brisantes Thema. Ja. Ich habe das mitbekommen. Und zwar stehen die Frauen zum ersten Mal in der Menschheit, in der Geschichte der Menschheit, vor den Männern im Intelligenztest. Das stimmt nicht. Und ja, das habe ich auch sofort gedacht. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kommen. Aber wir haben ja hier zahlreiche Frauen, meine Damen und Herren, nämlich eine. Also zwei, hallo? Zwei. Kommen Sie. Nee, es muss sein. Willst du deine Freundin im Stich lassen? Ist das eine Freundin? Ja. Komm. Kennst du gar komm. Nicht. Komm. Ist so. Sie an? So, dein Name einmal? Oh. Nicole. Dein Name? Sarah. Sarah und Nicole gegen den Rest der Männer. Okay? Weil wenn die Frauen schlauer sind, dann müssen die auch kein Problem haben, gegen eine Vielzahl von Männern anzukämpfen. So. Ich stelle Ihnen zuallererst eine mathematische Frage, okay? 7. So, eine Frau von euch darf antworten und ein Mann von euch. Sucht euch einen aus. Du? Robin, ja. Nein, Erik! Ich hab 5. Nein, Robin? Ich bin Robin. Robin, dann komm her. So, Robin und Sarah? Nein. So, Robin und Sarah. So, es ist eine ganz leichte mathematische Frage, okay? Welche Klasse bist du? Ausbildung. Also nach 10. du? Zweite Grundschule. Nein, 11. genau. Okay. Ich hab Angst um die Männer, aber egal. Du schaffst das schon. Ja! So, also, seid ihr bereit? Ja! Okay, es geht auf die Plätze, fertig, los. 4 plus 4 plus 6. 14. 4 plus 4 plus 6. 14. Mit welcher Schule gehst du? Erich Kästner, Cousin? Cousin! Richtig, 10, ich hab's gehört. Wunderbar, die Männer. 4 plus 4 plus 6 sind 14. 4 plus 4 plus 6 sind 14. Nein. Ich weiß, ich wollte dich nicht... Nee, Mann, das geht gar nicht! Ich wollte dich nur aus der Fassung bringen. Aber warum hast du nicht geantwortet? Weil ich ihn lieber vorlassen wollte. Okay. So, mathematische Frage zu Ende. Soll ich meine Chance geben? So, jetzt ein bisschen Astronomie. Ah, das ist mein Gebiet. Boah, das wie heiß ist die Sonne? Erik hat weißen Fleck. 53. 300 Millionen Grad? 3,15. Ungefähr? Wie heiß ist die Sonne? 23. Sag nicht heiß als ich. Ist sie ja nicht. Vierstelliger Bereich.
Vierstellig, echt? 3156. 8000? 8000. 8.323, aber Alter. lassen wir gelten. Wo weißt du das? Ich hab geraten. 2-0 für die Männer. So, und die letzte Frage. Mein Name ist politisch. Okay? Oh, mein Gott. Politisch. Weil die ist, glaube ich, der Mann. Wer war der erste Bundeskanzler in der Bundesrepublik? Hitler, kann das sein? Hitler kann das sein. Meine Damen und Herren, Endstadt 2-1 für die Männer. Dass die Frauen schlauer sind als die Männer, wurde hiermit eindeutig widerlegt. Okay. Findet ihr nicht auch? Ja, ist so. Okay? Ja, gut, ciao, ne? Wir machen eine kleine Umfrage. Nicht weglaufen. So. Wir machen jetzt das neue Spiel im Gehen. Und zwar geht es um das Widerlegen des brisanten Themas, dass die Frauen im Intelligenztest vor den Männern stehen. Das wollen wir jetzt beweisen. Möchten Sie die Ehre der Männer rächen? Möchten Sie die Ehre der Männer rächen? Also, ich stelle Ihnen jetzt ein paar Fragen und Sie müssen einfach darauf antworten, okay? So. Also, die erste Frage ist: Wissen Sie, alle Männer werden enttäuscht sein. Alle Männer werden enttäuscht sein von Ihnen und sagen, das ist ein echter Waschlappen. Ist nicht anders auszudrücken. Ach.